Also ganz ehrlich, ich habe noch nie so viel Schiss vor dem Dreh gehabt. Oh, rüber! Oh. Letzte Mal rücklang! Also ich denke, der Johannes, der wird seine Schwierigkeiten haben, den Parcours zu absolvieren. Egal wie. Geht schon gut los. Also ich setze auf den Johannes. Der Rekord sollte so 2,30. Für dich, denke ich mal, werden es 2,50 werden. Aue! Sieh zu, Mann! Hallöchen, Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist der 21-jährige Paul Unterleitner. Wir sind heute in Berlin bei der Polizeiakademie und werden den neuen Einstellungstest für die Polizei machen. Mir persönlich geht richtig der Stift, aber ich zähle auf Paul. Und euch wünsche ich natürlich viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Also ich wusste ja schon die ganze Zeit, dass der Test kommt. Ich habe zwischendurch angefangen Tennis zu spielen, habe dann aber schnell gemerkt, dass es in mein Trainingskonzept des Krafttraining, Bodybuilding, nicht reinpasst, denn ich habe mich einfach nicht mehr schnell erholen können. Und dann habe ich gedacht so, nö, kein Tennis mehr, laufen sowieso nicht, also ich bin gänzlich unvorbereitet. Wir wussten beide, dass wir den Test machen mussten, trainiert dafür habe ich allerdings nicht. Ich habe zwar jetzt kurz eine Diät gemacht, das wird mir auf jeden Fall gut bekommen, sage ich mal, aber jetzt irgendwie Ausdauer trainiert, gelaufen, Hindernisse trainiert. Habe ich nicht. 22 Jahre lang, nur 60 Sekunden Belastung, mehr nicht. Aber die Quittung, die bekomme ich heute. Ich bin Sarah Jaworski und Sportlehrerin hier an der Polizeiakademie in Berlin. Mein Name ist Holm Engers und bin seit einem Jahr der Leiter des Sportbereichs. Seit 40 Jahren Polizeibeamter, vorher in verschiedenen anderen Bereichen der Polizei eingesetzt und jetzt hier an der Akademie im Bereich Sport eingesetzt. Ich habe keine Angst vor dem Test, ich fühle mich so ein bisschen wie vom Turnunterricht, da hatten wir auch immer wieder mal so Parcours. Ist ja nicht so lange her, vor 2 Jahren hatte ich noch Schule, deswegen ist das hoffentlich machbar. Ich glaube, man muss da realistisch an die Nummer rangehen. Es geht hier gar nicht darum, wer schneller ist, sondern ob ich die Nummer überlebe oder überhaupt schaffe. Denn ich zähle ganz klar auf Paul, weil er muss das Ding einfach, der muss den Karren aus dem Dreck ziehen. Und der Holm hat uns jetzt schon mal die wichtigsten Stationen gezeigt. Ihr bekommt jetzt noch mal die anspruchsvollsten Dinger zu sehen, ne? Wir fangen mal an mit dem Wir fangen mit unserem Schubwagen an. Einfach mal, der wird geschoben und gezogen eine gewisse Strecke. Genau, also ist Widerstand quasi extra, ne? Nummer 2. Bauchlage. Hoch, rüber. Rückenlage. Hoch, rüber. Dreimal Bauch, dreimal Rücken. Das ist so ein richtiges, wie früher in der Schule, so ein Sportunterrichtsfeeling. Das bekomme ich gerade. Ich bin positiv aufgeregt. Das fühlt sich gut an, oder? Ja, Mann. Sehr gut. Du, Nummer 3. Nummer 3, das ist völlig egal, wie man da rüberkommt. Hauptsache, man kommt da in irgendeiner Art und Weise rüber. Man kann rüberklettern mit einer Hand, egal wie. Geht schon gut los. Sehr elegant. Und jetzt Nummer 4, die Eskaladierer. Als Hilfe, wie auch immer. Rüber. Und gelandet, fertig, ganz einfach. Johannes, ich denke, du wirst hier Schwierigkeiten haben aufgrund deines total austrainierten Körpers. Deswegen würden wir ausnahmsweise die Matte etwas erhöhen, weil es würde keinen Sinn machen, wenn du. Aber ist es nicht, ich will ja die normalen Bedingungen, ist es dann nicht cheaten? Aber ich sag mal so, mit meinem riesen Arsch würde ich das Ding wahrscheinlich komplett runterschieben. Ein wenig, aber es bringt uns ja in dem Fall nicht weiter, wenn du die ganze Matte aufhebst und die wegschmeißt. Ja. Deswegen, das würde Zeit kosten und du hättest in dem Fall nicht erfüllt. Wir wollen ja nur sehen, dass du unten durchkommst. Du bist, weiß ich, diesen Dreh nicht überstehen sollte. Tim, hinter der Kamera, möchte ich, dass das Video trotzdem ausgestrahlt wird, so war ich hier stehe. Klar, ja? Natürlich. Okay. Wir haben für danach auch noch eine Toilette zur Verfügung, wo du dann dich ausruhen kannst. Ich gehe hier raus, kotzen dann. Oder so. Ja. Johannes, was mit deinen Subs? Kriege ich die? Du kannst alle meine Subs haben, genau. Du kriegst, Und wenn ihr noch geile Subs braucht, dann empfehle ich euch Best Body Nutrition. Momentan reduziert die Fruit Isolate, hochwertiges Isolat, 24,99 € und mit Johannes 20 kriegt ihr die besten Deals, halt nur noch 19,99 € für 1 Kilo pures Isolat. Und das Geilste an der Nummer ist, bei jeder Bestellung gibt es jetzt ein Rain gratis for free. Also viel Spaß beim Shopping. Weiter geht's. Also ich denke, der Johannes, der wird seine Schwierigkeiten haben, den Parcours zu absolvieren, weil man ja den Bodybuildern eher die wenige Ausdauerleistung nachsagt. Und von daher denke ich, dass es unheimlich schwierig für ihn sein wird, den Parcours in einer schnellen Zeit zu durchlaufen. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie so viel Schiss vor dem Dreh gehabt, weil das wird heute einfach nicht meine Disziplin sein. Ne? Also mir geht ganz schön der Stift. Überleben ist das Ziel. Also ich setze auf den Johannes. Johannes ist aufgrund des Alters natürlich voll austrainiert, wenn man seinen Körper sieht. Und ich denke, er wird den Jüngeren locker abkochen. Also ich bin genau 20 Jahre älter als Paul und wiege 130 Kilo. Paul mit seinen derzeit 103 Kilo ist natürlich ganz klar im Vorteil. Und er ist dann einfach noch jünger und hat nicht 21 Jahre spezifisches Bodybuilding trainiert, sondern erst 5.
Also Leute, es ist so, wenn ihr den Test machen solltet, dann sind die beiden immer für euch da und korrigieren euch und sagen, was ihr wie dann zu tun habt. Weil wenn der Puls bei 160, 170 ist, das Gehirn ist ausgeschaltet, dann braucht man jemanden, der einen koordiniert, ne? Damit das alles richtig in Bahn läuft. Habe ich das so richtig gesagt? Richtig. Einer steht auf der Seite, das wird die Sarah sein, und ich stehe auf der anderen Seite. Du brauchst also dich nur auf deine Leistung konzentrieren. Wir sagen dir alles, was meine Leistung. Normalerweise ist es bei mir immer so, man macht halt so einen krassen Moment, wenn man sich vor einem Satz motiviert. Und dann macht man den Satz und dann ist gut. Aber das hier wird, je länger es dauert, immer schlimmer. Und es ist nicht gleich wieder vorbei. Das ist für mich eine völlig neue, ungewohnte Belastung. Ich habe tierisches. Ich werde schon gleich ohnmächtig. Es war schön mit euch. Es hat Spaß gemacht. Puh, scheiße, Alter. Ruhig. Puls runterfahren, Puls runterfahren. Der Kameramann muss jetzt übrigens hier die ganze Zeit mitlaufen. Tim, ich zähle auf dich. Ne? Ich gebe mein Bestes, okay? Erstmal eine Runde. Bereit? Hope so. Okay, fertig! Bahn 1, Schlusssprung. Schlusssprung, ja, aufkommen, noch einmal Schlusssprung. Haken schieben bis zur schwarzen Linie. Bestanden. Go! Das bestanden, Alter! Hätte ich nie geglaubt! Geil! So. Ich könnte jetzt irgendwie umarmen, aber ist gerade schwierig. Paul auf jeden Fall unter 3 Minuten. Ich freue mich so. Paul, Alter! Paul! Ich hätte vor allem noch schneller sehen. Ja, ja.
Ich hätte noch schneller sein können, aber ich wollte nicht. Gut gemacht, muss ich alles sagen. Alles Pulver verschießen. Haben sich die hohen Wiederholungszahlen beim Outdoor-Training doch gelohnt. Ja. Oh. Also kurz. Du, vor allem über das hohe Ding bist du geschneit. Nee, ich wurde ja immer besser. Ja, ich würde nicht. Die Alten brauchen länger, um warm zu werden, schmeichelt zu werden. Richtig geil, ich mach kurz Sauerstoff. Ich hab's überlebt. Ist das geil. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich war ja wirklich nicht vorbereitet. Ich denke, das kann jeder schaffen, der so eine Grundkonditionierung hat. Und mit 130 Kilo, 41 Jahren. Ah. Paul wird die Sache nicht so ernst nehmen wie Johannes. Ich denke, Johannes wird mehr für die Sache brennen. Und für Paul sieht der Parcours ziemlich einfach aus und der wird seine Schwierigkeiten haben. Wer von uns beiden schneller sein wird, ich denke, die Frage muss man gar nicht stellen. Das Rennen wird gleich machen. Auch für dich das Kommando, fertig, ab und bei Abdruck auf die Stoppuhr und dann geht's los für dich. Was ist der Rekord? Der Rekord sollte so 2,30. Für dich, denke ich mal, wären es 2,50 werden. Okay, gute Einschätzung. Also unter 3 Minuten will ich auf jeden Fall sein. Genau. That's the goal. Sollte dein Anspruch sein. Come on, Paul, let's go! Ich bin bereit. Man sieht bei ihm auch schon das Körpergewicht, man sieht es. Ja, mit 103 Kilo Körpergewicht ist halt scheiße mit drin. Ja, da habe ich Zeit verloren, Alter. Jetzt ist die Runde eiert. Abstellen! Ja! Aufhören! Das war das Schlimmste von allen, Leute. Das ist so schlimm. Aufhören! Aufhören! Da war er schnell, da war er gut. Okay, Paul, sortier dich! Das war für mein Gehirn total anstrengend. Das ist völlig so, wo ist oben, wo ist unten? Zack. Oh, ich glaube, der Paul ist viel schneller. Viel schneller. Komm, zieh! Geschmeidig! Donnerwetter, ist er da durchgeglitten. Wie ein Aal. Der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell. Leute. Komm, Paul, jetzt, Alter! Jetzt ist Beißen angesagt. Zieh durch, Mann! Zieh durch! Paul, sieh zu, Mann! Oh, shit, Alter. Jetzt musst du beißen, Paul. Jetzt beiß mal! Überleitner, Junge, mach jetzt! Komm, Paul! Zieh! Ja! 3 Minuten 28! Oh! Was? Alter! Den Rekord gebrochen? Den fucking Rekord gebrochen? Junge, meine Schulter. Alter. Du geiler Typ, du! Du geil, komm hoch, jetzt bloß nicht rumliegen. Raus mit dir in die frische Luft. Raus in die frische Luft, komm raus. Schön. Da hast du richtiges Struggle zwischendurch. Aber bei der Zeit, Junge. Zum Schluss dann. Ja, jetzt muss er beißen. Ich spüre meine Unterarme. Du hast den fucking Rekord gebrochen, Junge. Der Überleiter wieder. Mit dem Körpergewicht. Gott sei Dank hast du Diät gemacht die letzten Wochen ein bisschen. Ja. Mit 5 Kilo mehr wäre noch anders gelaufen, ja, ja. Du. Ja, stimmt. Bisschen zumindest. Geil. Aber Spaß gemacht. Richtig gut. Ey, wie du unter den Dingen drunter durchgeglitten bist. Ich guck das leider, ja. Aber richtig, Junge.
Richtig. Musste nicht wirklich kriechen, das war gut. Hat dich Holm auch so angeschoben? Hat dich jetzt auch so motiviert? Ich habe alles ausgewendet. Echt jetzt? Ja. Ich habe den die ganze Zeit gehört und dachte, was jetzt, was jetzt? Der hat mich angeschrieben. Ja. Ich fand es so geil. Ich weiß, ihr schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da drauf steht oder ob ihr lieber in Ruhe gelassen werdet. Weil ich fand es, mich hat das so motiviert, wie im Sportunterricht, wenn er schreit so, ja, los, bah. Ich müsste aufpassen, dass ich nicht überpace und einfach nur all in gehe, so, weißt du, ja, weil wenn auf einmal, wie gesagt, bei dir ab Minute 2, die letzten 30 Sekunden habe ich gedacht, oh, jetzt schon am Zittern. So. Oh, ich denke, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es aus. Es liegt da. Ich bin mal gespannt, was die beiden jetzt zu unserer Leistung sagen. Würde mich mal sehr interessieren. Auswertung. Ja, genau, die kommt jetzt. Herzlichen Glückwunsch! Jawohl! Wir haben es geschafft, oder? Genau. Sind wir jetzt Polizisten, oder? Ja, also du schon. Bei Johannes müssen wir leider sagen, 41, leider ein klein wenig also drüber. Geht nur bis 39, ne? Bis 39, vielleicht machen wir sogar noch eine kleine Ausnahme. Ich denke, das ist jetzt hier nur Wasser und kein Angstschweiß. Hervorragende Leistung, hätte ich nicht bei dir. Ich hatte gedacht, dass du ihn abkommst. Du hast doch gesagt. Achso, ich wollte gerade sagen. Ich habe ja auf dich gesetzt, habe leider verloren. Ja. Aber du kannst halt nicht so einen jungen Menschen, kannst du ja keine Chance mehr erzählen. Aber Hut ab, wie gesagt, weit in der Einstellungszeit, du Weltklasse-Leistung, ganz weit vorne, auch bei unseren Auszubildenden wärst du ganz weit vorne. Ja. Ich bin begeistert. Aber Johannes, auch traut man dir nicht zu, aber klasse. Ja, ja. Moment, du hast es mir doch am Anfang zugetraut. Ja, aber. Oder wolltest du einfach nur nicht das gleiche sagen wie sie? Oder? Nein, man denkt ja immer, oh nee, schafft das nicht. Also wollen wir ehrlich sein, 3 Minuten geht halt so noch, 3,5. Ja. Aber alles ab 5, 6, 7 Minuten, je länger es dauert, desto schlimmer wird es natürlich für mich. Weil wenn man seine ausdauernden Fähigkeiten nicht trainiert, woher soll man sie dann haben? Aber also ich habe auf jeden Fall Glück gehabt. Auf jeden Fall ist es ja nur der Anfang. Danach in der Ausbildung werden 2000 Meter. Wie geht es denn überhaupt jetzt weiter? Ich meine, wenn wir jetzt theoretisch Polizisten sind, da gibt es ja noch andere Tests. Es gibt ja noch Krafttests. Ja, wir haben noch Kraft, wir haben Liegestützen, wir haben Klimmzüge. Bankdrücken habe ich auch gehört. Bankdrücken ist bei uns nicht, da muss man dann bei aller Liga, aber nicht bei uns in der Ausbildung. Nur Liegestütz und Klimmzüge. Hundertschaften, Wettkämpfe gibt es auch. Gibt es auch. Da würde ich vorschlagen, komme ich mit meiner Kamikaze-Gang gern mal vorbei. Da machen wir ein Battle. Aber wisst ihr, wo ich euch am liebsten sehen würde? Erzähl. In unserem Schwimmbad. Im Schwimmbad? Mit Rettungsflasche. Gar kein Fall. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, Hashtag Kamikaze-Gang im Schwimmbad. Ansonsten schaut mal in die Beschreibung, da ist nämlich der Bewerbungslink für den neuen Einstellungstest bei der Polizei. Ich glaube, die Studenten, die verdienen richtig cool. Ich glaube, 1,3, 1,4 haben die auch im Schnitt netto. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also es lohnt sich in jedem Fall. Deswegen danke ich, vielen Dank für euch, an euch beide natürlich auch. Ich bin so happy, dass ich überstanden habe. Ehrenmann Paul Unterleitner habt ihr natürlich abonniert bei YouTube, Instagram und TikTok. Ja? Sowieso. Mich hoffentlich auch. Also. Wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.